Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir führen jetzt eine Reihe weiter, beziehungsweise eine Reihe zu Ende, die wir schon vor ein, zwei Jahren begonnen hatten. Die Konfliktreihe, Konflikt Stanyet Ops. Dieser Teil ist anders als die anderen Teile. Das ist mir egal mit dem Internetkabel, interessiert mich nicht. Wir haben heute Dienstag, den 15. Dezember. Ich habe einen Frosch im Hals. Ja, ich hatte das Anfang des Jahres schon mal gespielt. Also ich habe das auf jeden Fall schon mal durchgespielt. Dann viele Jahre nicht mehr. Und Anfang des Jahres hatte ich es mal angefangen, während ich auf dem Rad war, halt immer mal ein bisschen hier ein Level gespielt. Also auf dem Heimtrainerrad. Ja. Der Teil ist anders als die klassischen Teile, weil die klassischen Teile, da sind wir immer mit 4-Mann-Team unterwegs und ist es halt eine Third-Person-Perspektive und hier sind wir bloß mit 2-Mann unterwegs und das ist eine First-Person-Ansicht, also halt aus Ich-Perspektive. Was ich natürlich ein bisschen blöd finde, dass sie das geändert haben. Weil ich mochte die originalen Teile so, wie sie sind. Ich glaube, der Teil hat sich auch nicht ganz so gut verkauft. Ich denke mal auch aufgrund dieser Änderung. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum bis heute auch kein neuer Teil mal erschienen ist. Wäre schon geil, wenn sie die Reihe mal wieder fortsetzen würden, aber dann halt wirklich zu den Wurzeln zurückkehren würden. Ich schau mal kurz in den Optionen. Ich weiß nicht, ich mache das alles mal lieber ein bisschen leiser, weil auf der PS3 hatte ich immer das Problem, dass der Ingame-Sound zu laut ist. Das wird jetzt erstmal bloß eine kurze Aufnahme, mehr oder weniger eine Testaufnahme. PS3 war ja sowieso immer mit der Lautstärke ein bisschen, geh mir nicht auf den Sack mit deinem Internetkabel, interessiert mich nicht. Ich bin Singleplayer. Offline-Spieler und nichts anderes. Ich finde es aber so mal nervig, wenn das dann so angezeigt wird, so wie, ja, du musst doch unbedingt, Mensch, wie kannst du es wagen, kein Internetkabel angeschlossen zu haben? Ja, Einzelspieler-Kampagne. Wir machen eine neue Kampagne. Was ich halt auch cool finde, wir können dann halt zwischendurch auch dann selbst wählen, welches Level wir als nächstes machen wollen. Halt haben wir dann immer 2, 3 Level zur Auswahl. Das finde ich an sich sehr cool. Aber ich muss sagen, von der Story und so weiß ich hier überhaupt nichts mehr. Es hieß ja noch so hier, dass Folie gesucht wird im letzten Konfliktteil. Ich weiß gar nicht, ob wir den hier auch suchen oder finden. Wir spielen da auf jeden Fall auch komplett andere Charaktere als in den anderen Teilen. Ja, natürlich. Ich weiß gar nicht mal, wie der Schwierigkeitsgrad war. Also auf Extrem auf jeden Fall nicht. Ja. Komm, wir machen auf Mitte. Ich hoffe, ich... Oder? Ich weiß nicht. Also gerade Daniel Dobbs spielen wir gerade. Global Storm, das war ziemlich hart und Konflikt Vietnam. Ich weiß nicht. Ich mache erstmal auf Mitte. Nach dem Militärputsch kommt es in Venezuela immer wieder zu Feuergefechten zwischen den Milizen um General Ramirez und regierungstreuen Truppen. Seit dem Einmarsch der bewaffneten Truppen des Generals in Caracas toben in der ganzen Stadt erbitterte Kämpfe. Angesichts der zahlreichen zivilen Opfer haben die USA inzwischen die Entsendung einer internationalen Friedenstruppe in die Krisenregion gefordert. General Ramirez reagierte auf diese Forderung heute mit der Besetzung der Ölfelder von Petro Naviera und drohte im Falle einer Intervention mit dem Einsatz von Atomwaffen gegen die USA. Setzen wir nukleare Waffen zur Verteidigung unseres Landes ein. Also die Cutscenes waren jetzt sehr gut von der Grafik her. Ich meine, gut, das waren höchstwahrscheinlich vorgerendert, oder? Aber hatte ich jetzt gar nicht mal so in Erinnerung, dass die so gut aussahen. Ja. Ja, wir haben es jetzt noch
in der Früh, sage ich mal so. Und eventuell werde ich heute Abend nochmal aufnehmen. Wahrscheinlich nicht ganz lange, weil heute Abend streamt Mana-Sub und das möchte ich mir auch gerne noch anschauen. Also Game Dev und so halt. Ja, Sport brauche ich heute nicht zu machen. Ja, hatte ich gestern, vorgestern schon und da bin ich erst morgen wieder an der Reihe. Also, ja. Ich nehme alles zurück, Bruder. Die Außerirdischen, weiße Gartenzäune, Dallas 63. Ghost One, der böse Wolf ist an der Tür. Roger, Bad Wolf. Hier kommt Ihr Ablenkungsmanöver. Hab gehört, du hast JFK gekillt, Bruder. Da war ich im Kindergarten. Ich bin nicht dein Bruder. Ja, der, den wir jetzt gerade spielen... Warte mal, können wir... mit Kreis wechseln wir hin und her. Der erinnert mich ziemlich an den Typen in Jurassic Park 3, der am Anfang mitzusehen ist. Oder, ja, relativ am Anfang. Ich weiß gar nicht mal, wie der hieß. ich muss mich erstmal hier wieder reinfinden. Er ist der Scharfschütze. Komm jetzt. Okay. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie zu laut oder so. Ach so, er hat zwei Schießen, Mann. Ich glaube, wir haben Auto-Heiling. Heiling, genau, Heilung. Boah! Boah, ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Oder muss ich mich irgendwie heilen? Achso, wir können uns hier rauslehnen. Ah, okay, der heilt sich wirklich von alleine. Wärst du so freundlich? Dankeschön. Ja, das sind diese groben Kollischen. So. Na komm, zu schießen wir das einfach. Okay, Viereck laden wir nach. Genau, laden wir nach. Ich hab's heute auch nicht so mit Aussprache. Das reicht jetzt, meine Herren. Das ist Ihre erste Mission, Lang. Wir zeigen Ihnen also, wie es beim SED läuft. Graves, Sie haben schon Welterfahrung. Betrachten Sie das hier also als Auffrischungskurs. X. Mal ist hier noch etwas? Ich sag, das ist jetzt auch. Los, weiter! Okay. Komm mit! Ich bin hinter dir. Ah, okay. L2 gedrückt halten, sagt er, komm mit. Und wenn du so kurz antippen, sagt er, geh dahin. Ich bin unterwegs. Komm mit! Ich bin hinter dir. Okay. Konzentrieren Sie sich auf Ihr erstes Einsatzziel, meine Herren. Ah, wie gesagt, die alten Teile sind besser. Heißt es nicht, dass das Spiel jetzt irgendwie schlecht ist oder so. Aber die alten Teile mag ich doch lieber. Also, gerade Konflikt Desert Storm 2 ist mein Lieblingsteil dieser Reihe. Wer bist du? Nein!
Wo? Ah, hier. Mann, ist das ein Kindergarten hier. Jetzt übernehmen Sie, Graves. Sag mal. Ja, du bist auch so helle. Also, das ist. Meine Güte. Muss ich genau mir in die Schusslinie stellen. Also, da fehlen mir die Worte. Das war aber damals schon oft so, die KI. Die sind manchmal echt total blöde. Eigentlich sprinten? Nein, wir können uns aber hinlegen, okay. Mit dem linken Stick und gedrückt halt den linken Stick. Also L3 halt. Okay. Ja, ich wollte. Alles klar. Da aufstehen. Okay, Dreieck können wir die Waffe wechseln. Deckung los! Ja, wir schauen erstmal hier rein. Hier nach. Okay, bin schon unterwegs. Geht in Deckung! Ja, komm! Nee, bleib! Feuer, wieder! Ja, komm! Boah! Ist das so gewollt, dass das hier so komisch verschwimmt? Ach so, okay, das soll hier die Hitze von der Waffe darstellen. Ich dachte schon, das war eine so wie Grafikfehler oder so. Ich sagte, ich hatte schon mal durch, aber das ist schon viele Jahre her. Also, keine Ahnung, wann das rauskam. 2011 oder so. Braucht ihr bloß meine Videobeschreibung zu schauen. Ich habe die jetzt noch nicht erstellt, also noch nicht irgendwie recherchiert, wann das rauskam. Von daher, ich glaube 2011 oder so war das. Du warst doch schon früher? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das war's. Geh nach unten. So. Komm mit. Befehl erhalten. Jetzt kommt gerade jetzt wieder neuer. Ein Mann verloren. Da hat keiner beim Suchen geholfen, oder was? Achso, wir zielen übrigens mit dem rechten Stick, also R3. Mach sie fertig! Ich weiß gar nicht, können wir irgendwie Granaten schmeißen? Okay, da ist wahrscheinlich hoch. Ich schätze, dass wir hier lang müssen. Ich weiß gar nicht mal, wie das mit der Munition war. Ich glaube fast, dass es da irgendwie solche Kisten gab, wo wir immer wieder uns bedienen konnten. Ihre Grundausrüstung ist begrenzt, meine Herren. Nutzen Sie jede Chance. Ja, okay, ich sag's auch noch. Da vorne bewegt sich was. Die Labone! Warte mal. Hier nach. Alles klar. Ah, okay. Wir können sagen, ja, nimm hier Munition. Also wie gesagt, ich fand das Spielkonzept einfach viel geiler mit dem 4-Mann-Team. Also, ich weiß nicht, warum man immer versuchen muss, das Rad neu zu erfinden.
Wahrscheinlich waren damals gerade so die Shooter so in, dass die denken, ach, das müssen wir jetzt auch machen. Stirb. Ja, ich weiß nicht. Also die Eco-Shooter meine ich. Ich meine, im Grunde genommen waren die Vorgänger auch schon Shooter. Ja, eher Taktik-Shooter. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wir gehen am besten erstmal hier lang. Ich vermute mal fast... dass das der richtige Weg ist, oder? Hilfe! Ich bin getroffen! Achso, ja, wenn wir am Boden liegen, switchen wir, glaube ich, auch direkt zum anderen. Und müssen den dann aufhelfen. Oder halt, behandeln. Stimmt, das C4 kann, glaube ich, bloß einer legen. Ich würde mal denken, dass das der ist, den ich gerade spiele. Erstmal kurz schauen hier. Geht's hier lang? Also geht's hier weiter? Ja, sieht fast so aus. Okay. Willst du mich jetzt verarschen? Hier hoch, Bruder. Ah, okay. Die Server hoch und dann nicht sie weg. Ah, das ist halt schön, dass wir ja das einfach in Befehl geben können. Sprengsatz platzieren. Erledigt. Oh, wir sollten uns ein bisschen beeilen. Mir nach. Okay, bin schon unterwegs. Alles klar, Redneck. Wir sollten lieber auf Nachtsicht umschalten, oder? Ah, stimmt, das gab's auch noch. Ja gut, so dunkel ist es jetzt auch nicht, aber... Ja, Wärmebildgerät gibt's, glaube ich, nicht mehr. Oder? Ja, scheinbar nicht. Ja, warum rennst du mir aber auch vor der Fütze rum, ey? Du bist so ein Held. Hey. Ich befürchte auch fast, dass der Ton zu laut noch ist, also der In-Game-Sound. Ich hoffe es mal nicht. Aber wenn, da kann ich es nicht ändern. Ich könnte höchstens das Level nochmal neu spielen oder so. Ja. Wird sowieso erstmal bloß eine relativ kurze Aufnahme zum Test halt. Okay, hier sind wir wieder im Kreis gelaufen. Ich weiß gerade nicht, wo es lang geht. Ich glaube, wir müssen wieder hier lang, gell? Ja?